So, wir sind wir haben das erste, die erste Reihe durch. Jetzt kommen wir wieder zu einem Traumspiel und es geht ums Schießen. Und da ja wir hier Splatoon-Experten sind, ich packe mich mal wieder auf die andere Seite, glaube ich. So, Surfen ist ja leider vorbei. Wir spielen natürlich wieder Sonic, denn ihr wisst ja, den blauen Faden, die blaue Linie. Und hier muss man den Controller halten und irgendwie das Bewegungssteuerung, pipapo und tralala. Ich glaube, es wird so wie Splatoon funktionieren. Bin ganz ehrlich, solche Shooter-Sachen sind jetzt nicht mein Lieblingsspiel, abgesehen von Splatoon natürlich. Wobei, da spielt man ja, da splattert man ja mit Tinte, aber hier muss man eben solche Ziele treffen. Und boah, die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Da wird es einem ja richtig schwummerig. Ach du Schreck! Also an alle Leute, die jetzt irgendwie Probleme mit Gleichgewicht oder Epilepsie oder so haben, sollten das Video entweder skippen oder die Augen zumachen. Weil das ist ja echt übel. Alter Schwede, ich will ja die... Man kann ja die Zielscheiben gar nicht richtig treffen, weil das ja so richtig abhaut. Und es liegt jetzt nicht... Also jetzt muss ich mal meine kaputte Steuerung... Ich weiß nicht, ob sie kaputt ist, aber meine abgenutzte Steuerung ihren Schutz nehmen. Was geht's jetzt? Oh. Endboss? Eine Bonuszeit. Man muss den Drachen treffen. Ziel auf den Drachen. Ja, wo ist denn der? Wo ist der Drache? Den würde ich ja gerne. Aber ich sehe gar nicht, wo der ist. Das wackelt alles. Furchtbar durch die Gegend. Gut, ich versuche weiterhin diese gelben Dinger hier einzusammeln, sofern ich sie treffe. Und auch die. Warum ist jetzt da überhaupt Schnee? War da vorhin auch schon Schnee? Oder hat der Drache alles an Bonuszeit vorbei? Ja toll! Wo war der Drache? Und jetzt schmilzt das Eis wieder und jetzt, wenn ein Drache da ist, müsste da nicht eigentlich alles brennen und müsste es nicht umgekehrt sein? Es ist das ein bisschen seltsam und es ist Frühling. Es sind doch vielleicht alle Jahreszeiten in diese Spielrunde drin gepackt. Vorhin war Winter, jetzt ist Frühling. Dann kommt bald wieder der Herbst. So, ich versuche jetzt mal in aller Ruhe die Zielscheiben zu treffen. Aber das ist echt übel. Mir ist jetzt schon richtig schlecht. Und das hier, kann ich das einsammeln? Hallo? Nee? Oder muss ich es abschießen? Nee, jetzt. Komisch. Oder kann ich das nur eine bestimmte Anzahl. Jetzt kommt wieder ein Bonus. Eine Bonusrunde. Eine Bonuszeit. Aber wo ist denn der? Dadurch, dass alles so durch die Gegend wackelt, kann ich auch gar nicht richtig laufen. Also ich will ja jetzt hier über die Brücke und mal rüber, aber das geht gar nicht. Ich kann das gar nicht anpacken. Das ist ja... Nee, es ist nicht wie Splatoon. Der scheint da irgendwo zu sein. Da hinten. Aber ich komme da nicht durch. Ich kann es nicht antworten. Also, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es ist, betrunken zu sein, das ist ein sogenannter Alkoholsimulator. Wie es ist, betrunken zu sein. Nee, das spiele ich nicht nochmal. Ich will gerne mein Mittagessen bei mir behalten. Ach du Schande. So, da diese Reihe abgeschlossen ist, ich möchte mit Skaten wäre das nächste, möchte ich dieses Video nochmal mit einem Rennen beschließen. Also ich mache es nochmal. Es gibt ja diese sogenannten Traumdisziplinen, die jetzt nicht offiziell olympisch sind, sondern die für dieses Sonic Mario Pipapo Sega Dingsbums Spiel da reingepackt wurden. Und ich mache nochmal ein Rennen. So, und los geht's. Das ist sowieso Sonics Ding. Dieses Ballern. Also, hallo. Das war ja echt. So, krieg ich. Jawohl. Wie viel Platz bin ich gerade? Moment, ich bin mal auf die Seite. Fünfter Platz. Immerhin nicht der letzte Platz. Weil, wie gesagt, bei so Rennen bin ich eben richtig schlecht. Ich bin allgemein kein mega begabter Gamer, das habt ihr vielleicht auf meinem Kanal schon gesehen. Aber Spaß und dabei sein ist eben alles. Und wenn es da einen Spaß macht und wenn man nur eins. Jawoll! wenn man die Daisy lassen wir mal hinter uns. War das die Daisy?
So. Wenn es keinen Spaß macht, dann hat man ja auch nichts davon. Wenn man nur Spaß hat, wenn man gewinnt. Zweiter Platz, jawohl. Schaffe ich den ersten? Schaffe ich's? Yeah, wer ist denn da vor uns eigentlich? Nein. Immer noch zweiter Platz. Ja, jetzt. Boah, wenn ich jetzt das Ding hier... Ja, ich hab's. Ja, und... Nein. Und sie ziehen wieder an mir vorbei. Nein. wenn man nur Spaß hat, wenn man gewinnt, dann ist es natürlich... Dann ist das Ganze nicht wert. Und ich bin auf dem letzten Platz und jetzt auch noch gegen die Absperrung. Ah, verflixte Dings. Ja. So ein Schaumstoff. Vom zweiten zum letzten Platz. Aber wir waren immerhin, ja, war's mal. Richtig gut. Und jetzt nochmal richtig was aufholen. Und hüpfen. Genießt einfach die schöne Rennstrecke. Guckt mal, so richtig futuristisch. Das ist ja eh etwas, was ich liebe. Futuristisch. Es ist ja hier immerhin ein Science-Fiction-Kanal. Ja, und zack. Perfekt. Boing. Und immerhin den sechsten Platz auf dem letzten Drücker geschafft. Daisy sieht aus wie Barbie übrigens. So, ich stehe jetzt direkt vor den Ergebnissen. Moment. Ja, toll. Soll ich mich auf die Seite stellen? Ich stelle mich auf die Seite. So, noch eine Runde. Aufladen und los geht's. Da ist ja ein anderer Sonic. Das ist dieser Metall-Sonic oder wie er heißt. Der ist auch blau. So, Luigi. Da runter mit dir. Jetzt bin ich dann. Ja, und tschüss. Vierter Platz. Jawohl. Hey, jetzt läuft's aber. Jetzt läuft's richtig. Ein paar Ringe einsammeln. Autsch. Das sind so die, die Sonderfähigkeiten, die man dann gegen die anderen einsetzen kann. Und da hat uns halt einfach mal der Blitz getroffen. Warum nicht? Stehen uns die blauen Stachelhaare zu Berge. So, oh, es ist schön. Es ist richtig schön. Also alles, was so auf so Boards ist, Skateboard, Surfboard und das hier. Ich nenne es jetzt einfach mal Laserboard, das hat bestimmt auch einen offiziellen Begriff. Düsenboard, Hoverboard. Das ist, finde ich, ultra ästhetisch. Also ich liebe das ja wirklich richtig. Nicht ohne Grund mache ich gerade einen Comic übers Surfen, wo Menschen gegen Dinos und Dinos gegen Menschen auf Hawaii surfen. Und das ist wirklich. Ja, und Kip hat ja auch ein Board. Ein Laserboard, ich gehe mal hier auf die Seite, dass ihr hier auch die Uhr seht, die Zeit seht. Vierter Platz, können wir den vierten Platz halten? Oder zieht hier jetzt gerade da, oh, wie heißt er nochmal? Ja, er ist an vorbeigezogen. Diese Schildkröte, Dingsbums, keine Ahnung. Bowser? Ach, da bleiben wir nicht, bestimmt. Weil ich habe ja in dem Mario-Universum kenne ich mich ja null aus. Null. Ich habe den Mario-Film auch gar nicht gesehen. Weil irgendwie, ich weiß gar nicht, also... Ich bin nicht dazu gekommen, den anzugucken. Sagen wir es mal so. Natürlich will ich ihn noch gucken. Aber den Super Mario Brothers Film mit, wie heißt er nochmal? Ach, keine Ahnung. Egal. Das Rennen ist gelaufen. Moment. Jetzt stehe ich schon wieder von den Ergebnissen. Fünfter Platz. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Dabei sei es alles, ne? So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß da gehabt. Ich bereite mich jetzt auf die nächsten Disziplinen vor bei den Olympischen Spielen und sage hiermit Kip Supernova over and out und immer schön neugierig und fit bleiben. Tschüss!